Scarlet, it's me, Finn. Ja, so wie sonst auch immer, ne? Oh. It's dark here. So dark. Ja, ich fürchte. Can you hear me? Ich da jetzt aber nicht mal eben so schnell Licht reinkriege. Da hinten brennt was. Das ist schon mal. Oh. Scarlet, I can't see. Okay. Don't worry, Finn. I'll get you out. The light, Scarlet. I can't reach. Ja, ja, ich denke, dass I'm here. Ich weiß, was ich mache. I can reach you. I'm so cold. Scarlet? Muss ich im Vorfeld mit denen sprechen oder im Nachhinein? Das weiß ich jetzt allerdings. Hold on, I'm coming. Wahrscheinlich im Nachhinein. Okay. Mal sehen, ob das funktioniert, wenn wir das jetzt überziehen. Ja, ja, ich tue mein Bestes. Ich weiß aber nicht, ob es funktioniert. I hate this stuff. There's too much, Finn. I'll come back. Don't worry. Where are you? Okay. Oder muss ich das Licht vielleicht ziehen? Also das Feuer? Scarlet, it's me, Finn. Okay, das geht nicht. Okay, also ich muss das Gegenteil von dem machen, was ich gedacht habe. Aber es funktioniert. Das ist schon mal gut. Putze auch das Feuer jetzt. Scarlet? Ja. He loved his model cars. So. Scarlet? War hier zwischendurch nicht auch was? Anscheinend nicht, okay. Help me. I'm trapped. I didn't know he used to press flowers. Ja, wenn die mal ein bisschen schneller gehen würde, würde ich das auch besser machen können. Hallo. Where are you? Gleich bei dir. Scarlet.
auch nicht. This must be new. Hallo. Wachs auch weg. It's not covered in doodles. Gut, ich denke mal, dass wir jetzt mit denen sprechen können. Hoffe ich zumindest. Ich meine nämlich, wir haben jetzt alles. I used to stomp on its models. I don't even know why. He had such spirit. I still have his last piece of homework in my desk. Couldn't bring myself to mark it. He was such a sweet boy. He used to press flowers and hide them for me. I gave him my father's penknife. Okay. Muss ich irgendwas mit euch machen? Wahrscheinlich, oder? He was such a sweet boy. He used to press flowers and hide them for me. I gave him my father's penknife. I used to stomp on its models. I don't even know why. Ja, Leute. Und jetzt? He had such spirit. I still have his last piece of homework in my desk. Couldn't bring myself to mark it. Ja, also miteinander verbinden. Aha. Moment. Homework? Nee, oder? In dem Fall. Oh Mann. Ja, okay. In dem Fall war es jetzt gut. I think it's time to move on. Close the book. Thank you, Mrs. Lyndhurst. Autos, Autos. Can I keep this? It's a good one. Okay. I never knew. I thought he hated me. Dass das die Sachen von denen sind, war mir schon klar, aber... He might be gone. But his memory will always be here. I will. I'll always be here, Grandma. Who will I pass things on to now? I'm sorry, Grandad. Ah. Och, nö. We're doing butterflies. Let me help you.
called Finland. Finn, don't go! Also hier ist auf jeden Fall schon mal Licht. Das jetzt reicht, weiß ich nicht. Aber da ist jetzt auch nur einer zum Sprechen. Cam? Scarlett? Is that you? It's me. I just want you to know I'm here. If you need me or want to hang out. Thank you. Or not. Or whatever. I mean, no pressure or anything. I understand. Everything seemed wrong after Finn. After Finn died. I guess I was waiting for it to feel right again. But it won't. I'd wait forever. We're all here for you. I know. I'll be back. I promise. There's something I have to do. Okay, die Frage ist nur, hier ist das einzige Licht. Das Feuer ganz am Anfang brauche, aber hier ist noch ein eigenes Feuer. Also ich versuche das mal auf dieses schwarze Zeug zu kriegen. Wenn die denn jemals hier durchgeht, heißt das. Es wäre schön, wenn du einfach geradeaus gehen würdest. Schau mal eben, ob man so eventuell die Tür aufmachen kann. Kann man aber anscheinend nicht. Das heißt, ich kann das auch nicht ziehen. Das heißt, dass wir wahrscheinlich dann doch weitergehen müssen. Kennen wir jetzt schon. Können wir jetzt auch im Dunkeln gehen. Aber irgendwie, also ich denke, dass es wohl irgendwas ja, auf sich hat mit dem Feuer hinten. So, hier können wir jetzt auch wieder was ziehen. Denke ich mal. Oh, oder auch nicht. Oh, okay. Das ist so.
Finn! I can't reach! Scarlet, darling, I'm here. Up you go. Okay. I love you, Dad. Go on, sweet pea. Mum's waiting. Aber die sind jetzt nicht alle gestochen, Mutter. Ich wollte gerade sagen, geht das jetzt unendlich hier? It's going to be okay. Mum's here. I know. I think you need to go with them. I can't. I don't want you to, but I think you have to. Look at her face. Look at her face. What does he mean, look at her face? Oh, God. I can't remember what she looks like. Oh, no, Finn. I didn't understand. It's going to be okay. I can help. I can remember. Like in my dreams. Hello. I can draw her for you. Mine? Just hold on a minute. Ach so, hier. See, it's gonna be okay now. Kann aber richtig gut zeichnen. Mom. There. This had better work. Thank you, Scarlet. You're a fine girl, and we're very proud of you. Mom, don't leave me. We can't stay. You know that. I don't want to be alone. You won't be. Finn, it's time to go. I never meant to hurt you. I know. I'm sorry. No, I'm sorry. You don't have to be anymore. I love you. I love you too. Goodbye, Scarlet. Ach, der Vater auch?
Das war dann Blackwood Crossing. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt noch so ein bisschen überwältigt. Also anfangs habe ich noch gedacht, ob das jetzt hier in so ein kleinen Horrorspiel ausartet. Es hat auf jeden Fall eine sehr gruselige Stimmung zwischenzeitlich immer wieder gegeben. Teilweise war es auch eine sehr schöne Stimmung. Man hat auf jeden Fall gemerkt, was für Gefühle der Junge hatte. Und ja, diese Reise zwischen Bruder und Schwester ist doch ziemlich gut rübergekommen, muss ich sagen. Und ich habe es gerne gespielt. Es war, also von der Länge her war es auch okay. Es war jetzt, ja, ich will jetzt nicht sagen, es war etwas kurz, aber also für mich, ich fand es gut. Von der Story her fand ich es auch gut. Von den Rätseln her war ich nicht drauf vorbereitet. Okay, ich habe auch das ein oder andere Mal, habe ich auch ziemlich gepatzt und sehr, sehr lange gebraucht. Was ich, glaube ich, dann auch für euch ein bisschen rausgeschnitten habe. Weil zum Beispiel mit dieser Stelle an dem Baum, da habe ich zig Versuche kreuz und quer immer wieder gemacht, weil ich einfach nicht wusste, was das für ein Passwort ist. Und ich hoffe, ich habe daran gedacht, dass ich die wenigstens ein bisschen rausgeschnitten habe, weil es hat wirklich sehr, sehr lange gedauert. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, dass mir dieses Spiel auf jeden Fall gefallen hat und ich hoffe, euch hat das Spiel auch gefallen. Es erinnert mich so ein bisschen an Life is Strange, deswegen, ja, es ist kein richtiges Entscheidungsspiel, es ist eher so ein Rätselspiel. Aber ich würde es trotzdem so ein bisschen in der Richtung sehen. Und ja, ich würde sagen, mit diesem Bild verabschiede ich mich dann auch für euch. Ich hoffe, es hat euch ebenfalls Spaß gemacht und dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, ciao!